wünschen es morgen. Macht einfach Werbung. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch wieder dabei sind. Hier bei 345 TV, Ihrem Einkaufssender. Auch nur eine Werbung. Okay, Konsolenchris ist bereit für unsere Bonusrunde mit einem Ereignis. Arnstel haben wir wie immer vorgegeben. Bitte verrate uns jetzt, welche Buchstaben du dazunehmen möchtest. Als Konsonanten ein M wie Martha, ein H wie Heinrich und ein O wie Otto. Na, da ist doch einiges dabei. 15 Sekunden laufen für dich ab jetzt. Die Floppy-Fans zocken heute Glücksrad? Oh Mann, das ist absolut richtig. Genau so ist es. Diese Folge steht ganz im Zeichen des einzigen TV-Quotenknüllers Glücksrad. Die Show lief damals satte 10 Jahre lang, von 1988 bis 1998 und wurde dann von Privatsender zu Privatsender weitergereicht, bis sie schließlich 2002 endgültig aus dem deutschen Fernsehen verschwand. Für diejenigen, die die Spielregeln nicht mehr so ganz im Kopf haben, will ich sie noch einmal erklären. Ziel ist es, den gesuchten Begriff auf der Buchstabenwand vor seinen beiden Mitspielern zu erraten. Dazu dreht man am namensgebenden Glücksrad und wählt einen der Konsonanten aus. Logischerweise davon ausgenommen sind die Vokale A, E, I, U, U, die man nur kaufen kann. Erdrehe ich also zum Beispiel die Summe 300 und der von mir vorgeschlagene Buchstabe R leuchtet einmal auf, erhalte ich diese 300. Finden wir diesen zweimal auf der Buchstabenwand, erhalte ich 600 und bei dreimal 900 und so weiter. Soweit so gut. Aber bei alledem besteht immer das Risiko, dass der Buchstabe, den ich wähle, nicht vorkommt und ein nächster Spieler seine Chance erhält. Oder ich einen Bankrott erdrehe und alles Geld wieder verliere, was ich in dieser Runde erspielt habe. Denn mitnehmen kann ich das erdrehte Geld nur, wenn ich in der jeweiligen Runde auch löse, was mir nur möglich ist, solange ich auch in der Reihe bin. Errate ich den Begriff nicht, streichen Max und Hajo die Kohle ein und nehmen sie mit in die nächste Runde. Wer nach drei Runden die meiste Asche auf dem Konto hat, kommt in die Bonusrunde. Und genau da wollen wir hin. Okay, drehen, drehen, drehen. Ich brauche Kohle. K, genau, K wie Kinder könnte am Anfang stehen. Oh. Okay, steht kein Kinder am Anfang. Okay, vielleicht Lokal? Ach nee, L gibt's ja schon. Pokal, ja. Kinderpokal? Ah nee, Quatsch. Wanderpokal, das W ist noch übrig. Genau, das wird passen. W, A, P, O, A. Yes, genau, so sieht's aus. Yeah, dreh schön die Buchstaben auf. Ja, und fang auch wieder von links an, auch wenn es total unpraktisch ist und doppelt so lange dauert. Was ist eigentlich mit deinen Beinen los? Gehst du immer so? Ah, egal. Okay. Vielleicht nicht unsere stärkste Runde. Ugh, Ayo ist so ein Angeber. Es ist unerträglich. Ugh. Mann, hat er auch irgendwas mal nicht? Ha! Damit sind endlich mal wir wieder dran. Ja, schön drehen, 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 drehen. Und... Hohohoho, ja, so wird das gemacht. Mit einem Zug. So, jetzt habe ich aber mit meinem Drehen auch schon genug riskiert. Bankrott konnte ich abwehren. Jetzt habe ich genug Asche. Also, die Lösung weiß ich. Denn es kann nur... ein Schloss in den Wolken sein. Richtig, richtig. Ups, Wolken. Ups, Mann, 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 jetzt habe ich es aber. Bauen. Ein Schloss in den Wolken bauen. Da, 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 ich hab Geld, hajo nicht. Da, 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 da. Thank you.
Und damit kommen wir in die dritte und letzte Runde vor der legendären Bonusrunde. Ihr merkt es schon, mehr Bankrotts, mehr Risiko, aber auch die Geldbeträge erhöhen sich. Wow, krass, 5.000. Wow. Eins steht schon mal fest, Hajo darf diese Runde nicht lösen, sonst hat sich das mit Bonusrunde für uns definitiv erledigt. Und wie sollte es anders sein? Natürlich auch dieses Rätsel wusste ich aufzulösen. Damit ist das hier nicht nur die beste Runde, die ich mit Abstand je gezockt habe. Nein, wir kommen damit auch in die Bonusrunde. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch mein kleines Fazit geben. Wie ihr sicher gemerkt habt, packt mich das Spiel noch heute. Es verströmt nach wie vor echtes Gameshow-Feeling, bei dem man mitdreht und auf sagenhafte Preise hofft. Das Cedarpack Sony Videokassetten E180V von Elektronikpartner für 90. Ein Halogenfluter der Spitzenklasse von Bahnkampf für 490 Mark. Naja, für damalige Zeit sagenhafte Preise. Eben genau das, was Glücksrad ausmachte. Das Spiel selber liefert nette Soundeffekte, aber Hintergrundmusik wäre trotzdem nicht verkehrt gewesen. Und dass bei dem Sid Soundchip weit mehr gegangen wäre, versteht sich von selbst. Auch die Grafik ist mehr funktionell als schick, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Game 1990, also zum Ende der C64-Ära erschien, wo doch einiges mehr drin gewesen wäre. Allerdings trifft das auch auf andere Portierungen zu. Beim Game Boy mag das noch verständlich sein, aber wieso die PC-Version fast genauso mies ausschaut, ist mir unbegreiflich. Es wird sogar noch fraglicher, wenn man sich die Amiga-Fassung anschaut, die anders als die PC-Umsetzung erstaunlich farbenfroh und detailreich daherkommt. Dass für den PC mehr gegangen wäre, ist klar, aber ich denke, auch der C64 hätte mehr gekonnt. Die zu erratenden Begriffe kennt man nach einiger Zeit leider auswendig, da sie sich stets wiederholen. Und die KI der Gegner lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Ein Problem, das sich durch die Möglichkeit zu dritt zu spielen, aber elegant lösen lässt. Trotz aller Kritik kann ich Glücksrad für die nette Raterunde daheim wärmstens empfehlen, da es von seinem schlichten Charme auch nach 20 Jahren wenig verloren hat. Und damit kommen wir endlich zur Bonusrunde. Die Regeln haben sich im Laufe der Show immer wieder geändert, aber das Spiel folgt dem klassischen Urreglement. Ernstel wird nicht vorgegeben und man darf auch nicht mehr als 5 Konsonanten und ein Vokal angeben, was die Sache bedeutend schwieriger gestaltet. Aber wir haben ja gerade einen Lauf und daher bin ich sicher, dass wir das packen. Und daher nehmen wir auch nicht das Auto, sondern gleich die Luxusjacht. Los geht's! Okay, ein paar Buchstaben sind dabei, ja. Lass dir ruhig Zeit, Lady. Ist nicht so, dass es hier um was gehen würde, wie eine Luxusjacht oder so. Sachsen, nee. Eine Gruppe. Puh. Ja. Nissen am Ende? Nassen am Ende? Nussen? Nee, Sachsen passt ja noch nicht mal. Wow. Oh, ich hab keine Ahnung. Egal was es ist, ich hab noch nie von dieser Gruppe gehört. Ich kenne es überhaupt nicht. Schweizer Eidgenuss. Oh! Das kommt ja keiner an, oder?